So, ich muss jetzt mal ein bisschen bei denen bleiben. Damit ich die auch mal einhole. Das sind ja gar nicht viele. Ich frage mich nur, wo der Rest rumhängt. Da hinten natürlich. Ja, das waren die, die wir vorhin verfolgt haben. So, jetzt schnappen wir sie uns mal. Endlich. Was? Ah, jetzt gehen die auf die andere Seite, oder? Ihr sollt schon bei denen bleiben. Das sind noch gar nicht mehr so viele. Bisschen komisch, wenn so die Einheit sich so ewig aufteilt. Kommt schon. Auf ihn, auf ihn. Ah, jetzt den ich wieder um. Wirklich, auf den hier. Und wo laufen die hier? Da hinten. Ja, die habe ich nicht mehr im Schussfeld natürlich. Das ist klar. Ich schieße mal weiterhin auf die hier. Könnte ja sein, wir treffen hier irgendwas. Den einen schnappen wir uns auf jeden Fall noch. Das muss doch gehen. Yep. Und da schwingt er sein Säbel, oder? Nö, gucken Sie sich bloß an. Ach, jetzt, endlich. Ah, haben wir die Plage auch mal. Okay, jetzt Linieninfanterie wieder hier drin verstecken. Sprinten noch ein klein wenig, bis die außer Atem sind und dann können sie sich wieder erholen hier. Ich weiß, es ist wirklich sehr zäh, aber hey. Irgendwann schaffen wir das. Ah, gut, alle getarnt. General ist müde, aber kann sich gleich ausruhen, wie schon gesagt. Sobald wir hier rumstehen, sind sie nur noch außer Atem. Gut. Schon mal besser als müde. Und vor allem sind die hier verborgen. Aktiv. Wenn sie frisch sind, dann ist es gut eigentlich. Frisch. Ja, genauso muss es sein. Nachgeladen haben sie. Munition auch noch viel. Präzision noch 48, Nachladen 38, das ist ganz gut. Halt wegen Stufe 4 schon, das ist ziemlich geil. Na, gehen wir mal da hin, gucken, ob sie uns sehen. Ich glaube ja nicht. Wir müssen wohl erst reingehen. So ein bisschen. Und die können bis dahin schießen. Wir lassen uns einfach schön Zeit. Haben wir ja. Artillerie. Geht da noch was? Kanonen. Geht da noch was? Nö. Doch, jetzt schießen welche. Joa. Wunderbar. Selten so einen Treffer gesehen auf die Entfernung hier irgendwie in so einen Vorrein. Das ist natürlich gut. Dann warten wir nochmal. Und schauen, ob wir noch mehr treffen könnten. Es könnte sich jetzt wirklich lang hinziehen, aber wenn wir da was treffen, wäre es natürlich geil. 100. Es sind 100. Ja, müssen wir halt ein bisschen ausharren. Ist nicht einfach. Warum schießt da eigentlich bloß immer irgendwie eine? Warum ist die kaputt? Warum? Ihr sollt schon alle schießen, ne? Ist schon bewusst und so. Irgendwie haben da nicht alle so eine Lust drauf. Okay. Auch gut. Vielleicht können wir auf die hier schießen. Mit den anderen. Sie drehen sich schon mal. Aber schießen können sie auch nicht. Munition haben die doch unendlich, soweit ich weiß. Nein, 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 nein. Ihr schießt mir da nicht auf den Boden. Okay, ja. Nun haben die unendlich. Das ist gut. Ja, dann kommen wir mit unserem General mal wieder ein bisschen an und
locken sie weg. Ich hoffe, das funktioniert diesmal wieder so wie vorhin. Okay, da kommen jetzt andere. Ich stelle ihn jetzt mal da davor, nicht, dass wir abgeschossen werden. Raus da. Sie hauen auch wieder ab. Wir gehen halt wieder zurück. Mal gucken. Ah, die kommen. Gut, raus da. Wir können uns auch ein bisschen Zeit lassen, glaube ich. Nicht, dass die wieder abhauen. So, jetzt wäre es cool, wenn ich mich da hinstellen kann. Ja, verfolgt mich. Ich bleib mal hier stehen. So, dass die da wirklich rankommen. Die hier sind bereit, in Kampfposition. Noch ein bisschen vorrücken. Okay, jetzt verstecke ich den da hinten. So. Sind natürlich nicht mehr getarnt, aber hey. Okay, jetzt sind sie wieder getarnt. Hoffentlich fressen sie den Köder. Erstmal die ganze Art wieder da drauf. Sollte jetzt funktionieren. Stehen wieder so schön da drin. Ach, immer nur die... Ah, jetzt... Kommen da ein paar mehr angeflogen. So ein bisschen daneben. Ich lande aber keine Treffer und die kommen auch nicht wirklich weit raus. Okay, jetzt Feuer. ...91 noch. Wir haben hier 50. Das ist nicht so die Feuerkraft, aber hey. Ich pack mal meinen General schnell weg. Weil der ist jetzt wirklich schon nah genug. Also die sind schon nah genug an uns. So, nicht mehr viele. Die anderen kommen nicht? Nee, sehr gut. So, erstmal abhauen wieder ein Stück. Das reicht nämlich jetzt nicht, dass ich Verluste habe. So. Feuer frei aus. Schön Zeit zum Campen und zum Nachladen, dann verlieren sie uns vielleicht. Campt und lade nach. Verdammt, die können nicht campen. Doch, sie sind im Camp-Modus. Die laufen gemütlich. Wir hauen ab. Und wenn die so laufen, ja, ja. Macht ihr nur. Jetzt haben sie schon mal weggelockt. Ganz gut. Ich darf nur nicht meinen General erwischen, dann ist alles top. Wenn meine Arti mal irgendwie nur treffen würde. So, wieder alle nachgeladen. Gut. Jetzt komme ich mit meinem General meinen Kanonenbissen entgegen. Und dann haben wir sie schon ein bisschen an der Nase rumgeführt. Hier noch ein bisschen Vollgas geben, weil es könnte eng werden. Zu eng. Ah, fast. Fast. Wenn die fliehen, ne? Einholen können wir sehr locker, aber... Ja, Präzision der Kanonen ist natürlich sehr, sehr gering hier. Jetzt wieder schön gemütlich. Obwohl, der Abstand ist nicht wirklich fantastisch. Gut, schnell dahin. Wir gehen in die Richtung. Ich meine, wenn wir Zeit hätten, gut, können wir es natürlich noch wirklich da lang locken. So. Feuer frei ist aus, wunderbar. Wenn die sich jetzt ducken... Dann sind sie ja ungesehen und ungesehen heißt... Ungesehen ist gut. ungesehen? Ja.
Weil gegen die Art, die haben die halt keine Chance mit Katetschen und sonst irgendwas. Und wenn wir es jetzt rausgelockt haben, ist das wirklich der langwierigste Kampf, den ich je gesehen habe. So. Und die schlechtesten Kanonen ebenfalls. Die noch wirklich keinen einzigen getroffen haben auf dem Weg. Cool. Hätten wir die 50 Mann nicht, wäre das natürlich bei weitem schwerer gewesen. So, Kartätschen. Können wir bald anmachen. Aus. Keiner schießt. Kartätschen dauern noch. Nicht dahin. Wo schießen die bitte hin? Weil Kartätschen, ne? Keine Chance haben die. Weh, die zerlegen meine Kanonen. Moment, die hauen ab. Nicht abhauen. Nicht abhauen. Die laufen ja sogar noch zu meiner Kavallerie. Infanterie. Müssen wir sie halt wieder ein bisschen anlocken. Oh, endlich mal ein Treffer. Wie viele haben wir erwischt? 3, 4, 5, okay. Ganz gut, ganz gut. So muss das eigentlich immer sein. So, erstmal hier in den Radius nehmen. Oh ja, sie sind besorgt wegen Artilleriebeschuss. Oh, nochmal ein Treffer. Sehr gut. Ihr müsst fliehen. Okay. Dann schießen wir mal. Und weg. Und weg und weg und weg. Ich will nicht einen Mann hier sterben sehen. Ah, die machen auch gar nichts. Die reagieren überhaupt nicht. Seltsam. Doch, jetzt reagieren sie. Und meine haben nicht nachgeladen. Wirklich weg. Dringendst. Nahkampf kann ich mir sowieso nicht liefern, aber die kommen uns nicht hinterher. Das ist natürlich gut. Naja, haben wir 9 Köder. Wehe, die fangen jetzt an zu schießen. Ne, das geht nicht. Die sind viel zu... Ach, das ist ja gar nicht Polen. Oh, ich habe immer gesagt Polen. Das ist natürlich Hannover. Natürlich. Wir waren ja bei Hannover. Hatte ich natürlich schon wieder vergessen, weil die auch rot sind und wir so oft gegen Polen gekämpft haben. Natürlich, Hannover. Da steht auch einiges auf dem Spiel hier. So, wenn wir hier sind, umdrehen und erstmal nachladen. Das sollte ausreichen. Jetzt sind die sogar erschöpft. Was uns noch einen kleinen Vorteil erlaubt. So, schnell nachladen und dann geht's los. Ich hoffe mal, die sind so schnell. Ah, sehr gut. Immer mehr, immer mehr. Werden hier abgeschossen. Okay. Die kommen in den Schussradius. Und ab geht's mit der nächsten Salve. Kommt schon. Ach ja, stimmt, stimmt, stimmt. Sie fliehen. General hinterher. Los, die sind weg. Die sind weg. Dann brauchen wir jetzt nicht mehr zu schießen. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Wenn unser General hier sterben würde, das wäre übel. So, automatisch feuern aus. Stehen bleiben, erst nachladen. So, dann können wir die nächsten rauslocken. Wenn es so weitergeht, ist es gut. Genau so macht man das. Genau so. Sehr gut. Ich hatte schon fast keine Hoffnung mehr. Wie oft er dem Hals rumschneidet. Ah, cool. Huch, plötzlich so laut.
Okay, die werden gemetzelt. Einfach nur niedergemetzelt. Müssen wir mal vorstellen, wir sind mit der Provinz neben Hannover im Krieg und nehmen jetzt Hannover ein. Also mit den Vereinigten Staaten. Vereinigten Provinzen. Die Vereinigten Staaten sind natürlich ein bisschen weit weg von uns. Da müssen wir uns was überlegen, wie wir das machen. Hannover ist zwar weg, aber unsere Einheiten sind auch ziemlich weg. Oh, guckt euch mal die Einheit an. Was haben die jetzt? Rang 5? Kann es sein? Auf jeden Fall gut. Okay, jetzt hier hin. Schnell mal sprinten. Dann können wir uns wieder ausruhen, wenn wir vorne sind. Alle fertig. Und stellen uns hier rein. Können dasselbe auf der Seite versuchen. Und mit der Arti jetzt auf die schießen. Das muss doch gehen. Kommt schon. Die müssen erstmal nachladen. Was sind das für welche? Wie hoch die auch schießen. Das sind eigentlich keine Haubitzen. Das sind ja einfach nur Kanonen. Oh. Bisschen tiefer und wir hätten ihn erwischt. Außer Atem. So. Alles schön aufgestellt, können sich jetzt ausruhen und sind versteckt. Es geht mit dem General. Ja, der ist frisch, das passt. Treffen tun wir hier gar keinen. Oh, doch, ein direkter Treffer. Und wir haben einen getötet damit. Eigentlich müssten ein paar drumherum schon umhauen. Das wäre natürlich cool. Weil die haben eine ganz schöne Erschütterung eigentlich. Die Geschosse. Ja, genau. Ein bisschen was treffen wir. Ist ganz okay. Wir können ewig so warten eigentlich, ne? Ist natürlich auch nicht Sinn und Zweck. So, wie kann ich die jetzt anlocken? Geht das so? Weil ich kann hier nicht reinmarschieren. Oh, fliegt wieder eine Kugel. Oh, ein bisschen daneben. Ja, ich weiß schon, ich erzähle jetzt so ein bisschen weniger. Aber es ist wirklich nicht einfach. Wenn wir da ein paar Mann nur verlieren, haben wir verloren. Das sind auch ihre letzten Einheiten. Wenn wir die in unseren Artilleriebereich locken können, dann werden wir hier die Kings. Aber wir können es auch von hier wieder versuchen, eigentlich. So. Ja, einfach weiter unter Beschuss halten. 1, 2, 3 Einheiten noch. Mit jeweils nicht so vielen Mann. Moment, wie viele eigentlich noch? 100, 30, 44. Also 170 Mann gegen 50. Der General ist eigentlich nur Ablenkung und wird ja auch nur eingesetzt, wenn wir mal... Oh, fallen Teile weg. Wenn wir mal, wenn wir die in die Flucht geschlagen haben. Cool. Jetzt ist der Aufgang kaputt. Ach, fast. Okay, der ist noch zu weit weg. Bisschen näher noch. Ich meine, wir sind in ihrer Festung. Ah, noch ein Treffer. Da kann man schon was machen. Wenn jetzt kein grober Fehler passiert, gewinnen wir sowieso. Muss man sich mal vorstellen. Okay, bewegt sich noch keiner. Komisch. Komisch, dass ich die nicht anlocken kann. Wir könnten uns vielleicht auch hier hinschleichen. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Weil hier geht gar nichts mit dem General.
Nö, die reagieren kein bisschen. Aber wir können uns hier verstecken und dann reinschießen. Glücklicherweise ist das Tor ja hier kaputt, also kann es nicht zugemacht werden. Ah, der Leichenberg hier. Das ist bitter. So viele Preußen. Aber ich habe echt vergessen, dass das ja nicht Polen-Litauen ist, sondern Hannover, natürlich. Solange die jetzt nicht aufmerksam werden und sofort loslaufen, das wäre nicht gut. Okay, hält sich noch alles in Grenzen. Ah, wenn ich die näher herfahren könnte. Aber nein, geht ja nicht. Dann würden wir nämlich schön Kartätschen benutzen. Können sogar in ihre Festung reinfahren. Aber so geht ja da nix. Ganz schöne Entfernung. Ach, reagieren immer noch nicht. Dann stelle ich mich wieder hier in den Wald rein. Solange die nichts machen, ist alles bestens. Wehe, die bewegen sich. Wehe. Ah, was tut sich da? Erstmal gehe ich ein bisschen weiter weg. Nicht, dass die uns da anschießen können. Ich möchte schön im Verborgenen bleiben. Oh ja. Okay. Sind zu weit auf Position. Nein, sie können schießen. Treffen uns aber zum Glück nicht. Gut, ich stelle mich jetzt so auf. Mach dann Feuer frei. Na, mal schauen, ob wir was treffen können. Ja, wird Zeit. Einmal und dann geht's ab. Dann müssen wir abhauen. Da kommen zu viele. Schießt! Die anderen auch an der Seite. Dann halt nicht. So, auf die hier. Und jetzt weg hier. Weg. So, wir müssen fliehen. Frisch. Frisch, okay. Mal gucken, was geht. So nah wie möglich zu unseren Kanonen führen. Bitte, schießt nicht. Und ich will meine eigenen unbedingt überleben sehen. Und nicht nur von meiner eigenen Art, die dann beschossen werden. Das wäre so bitter. Vielleicht haben sie ja eine Genauigkeit, die so weit mal reichen kann. Ja, genau. Bitte nicht auf mich. Oh, Gott. Fast mich getroffen. Mein Immun ist auch ziemlich knapp. Aktiv, aktiv. Okay. Die werden beide gleich schnell kaputt.